Man spürt die Spannung hier im Stadion, liebe Zuschauer. Gleich geht's los. Mein Name ist Wolf Fuß. Und mein Name ist Frank Buschmann. Das gewohnte Team auch heute wieder für Sie am Mikrofon. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Gucken wir auf die Formation. Ist ein 4-4-2 heute bei Ihnen. Ist eine eher klassische Anordnung. Glaube ich, kann man so sagen. Zwei Viererketten, dann die beiden vorne drin. Und dann gucken wir einfach mal, wie sie das dann wirklich auf dem Feld umsetzen. So, jetzt wissen wir, mit welchem Personal die Gäste heute in die Partie gehen. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Schauen wir noch mal kurz auf die zwei Spieler, die heute den Unterschied ausmachen könnten. Beides absolute Topspieler. Auf die wird es ankommen. Pelé. Mbappé. Pogba jetzt. Vieira. Marcelo jetzt am Ball. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen hier. Und die Chance. Klatsch, da prallt er vom Pfosten zurück ins Spiel. Pelé schießt. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Bei diesem Alu-Treffer lag die Führung in der Luft. Ronaldinho. Und Aubameyang. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Jetzt die Flanke. Unglaublich. Was für eine Parade. Den habe ich schon drin gesehen. Und dann dieser sensationelle Reflex. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Trent Alexander-Arnold. Messi. Und da ist der Ball wieder weg. Leroy Sané. Gareth Bale. Schuss von Bale. Fällt das Tor doch noch. Kommt jetzt die Flanke rein? Das könnte sein. Wichtig. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Eigentlich eine perfekte Freistoßdistanz für Messi. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. De Gea, super Parade. Mbappé. Van Dijk. Jetzt Marcelo. Marcelo jetzt. Pogba jetzt. Jetzt die Flanke. Da ist die Hereingabe. Das hätte gefährlich werden können. Pelé im Ballbesitz. Trent Alexander-Arnold. Jetzt könnte es gefährlich werden. Der Freistoß, klare Sache. Er wird den Ball reinbringen. Und was können sie raus machen? Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Sie müssen konzentriert bleiben. Da könnte gleich der nächste Angriff kommen. Sané. Sie kommen jetzt über außen. Und Aubameyang. Bale. Bale! Da kommt er dran. Gute Aktion. Er legt ihn drüber. Die Fans spüren, aktuell sind sie am Drücker. Gute Gelegenheit jetzt hier mit dieser Ecke. Ecke kommt. Er hat Zeit. Jetzt eine gute Flanke. Ronaldinho. De Gea ist da. Starke Aktion. Und Vieira, Marcelo und nun Agüero, Vieira am Ball, Ronaldo. Der PSV Eindhoven hatte immer wieder ein tolles Händchen, wenn es darum ging, junge Brasilianer unter Vertrag zu nehmen, war bei Ronaldo nicht anders. Ja, nach der WM 94 ging er nach Eindhoven und ich glaube, das war der perfekte Einstieg in den europäischen Spitzenfußball. 57 Spiel. Agüero versucht. Den trifft er nicht richtig, daher überhaupt kein Problem.
Sané. Lionel Messi. Der Versuch. Chance lebt noch. Leroy Sané. Ball ist weg, aber geht da noch was? Nein. Wer soll diesen Pass kriegen? Das ist es vielleicht. Traumtor. Da zieht er einfach mal ab und dann passt das Ding auch noch. Unfassbar. Ganz starkes Tor. Da springt der Ball von der Latte rein. Sieht spektakulär aus und zu halten gibt es da nichts. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Patrick Vieira. Patrick Vieira konnte ja 1998 mit den Franzosen den Weltmeistertitel holen, Buschi. Sicher ein Riesenerfolg, auch wenn er im Finale nur in An- und Abführung von der Bank kam. Ja, aber der war so mannschaftsdienlich. Dem war es, ich weiß nicht, ob man sagen kann, egal, aber vielleicht nicht so entscheidend wichtig, ob er von der Bank kam oder von Anfang an dabei war. Der wollte einfach nur gewinnen. Kylian Mbappé, Lothar. Und jetzt der Schuss. Mit der Ecke könnten sie den Ausgleich schaffen. Kurze Ecke. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Ronaldo. Er trifft den Pfosten. Er sieht das Foul, zeigt aber Vorteil an. Genau richtig so. Das wäre eine völlig unnötige Unterbrechung gewesen. Lionel Messi. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Mbappé. Den Ball erobert, da macht sich. Das war faul, da muss er Freistoß geben. Erster Vorteil, aber der ist dann keiner mehr. Und jetzt gibt's hier doch noch die Verwarnung. Alles genau richtig gemacht. Klasse Aktion vom Schiri. Trent Alexander-Arnold. Da kommt die Tafel, 2 Minuten Nachschlag. Van Dijk. Gute Freistoßposition, das ist eine gute Chance. Für das Foul zeigt der Ramos gelb. Freistoß jetzt, vielleicht ist das die Chance. Luis Figo am Ball. Knappe Pausenführung. Es steht 1-0. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Er hat das. Substitution for the host. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Aguero hat da den Ball verloren, da haben sie ihn gut bearbeitet. Trent Alexander-Arnold. Ronaldinho. Vorteil ist angezeigt. Gut vom Unparteiischen. Messi! Messi mit dem Tor! Er macht fast jede Chance rein. Unglaubliche Torquote. Und hier sehen wir auch, warum. Mit dem Vollspann. Klasse gemacht. Schaut doch gut aus. Es steht 2-0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Mbappé. Pelé. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Und nun Marcelo am Ball. Pogba. Van Dijk. Das könnte die Chance werden. Pogba jetzt. Marcelo jetzt am Ball. Aguero. Marcelo. Gutes Pressing jetzt. Messi bekommt den Ball auf Außen. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Sané.
Ballverlust. Kun Agüero. Wird das seine Torchance? Sehr gut, er schießt. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Weiter mit dem Vorteil. Mal sehen, ob sie den nutzen können. Und Torres. Super Pass. Sané. Messi. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Sie haben den Ball. Aubameyang. Messi muss es machen. Messi, er macht das Tor. Und da hat er überhaupt keine Mühe. Das ist schon eindeutig jetzt. Und der Torhüter macht keine gute Figur heute. Ob es nur an ihm liegt, ich weiß nicht. Aber stimmt schon, er hatte sicher schon bessere Spiele. Sie liegen deutlich vorn. Und da ist der Ball wieder weg. Jetzt Aubameyang. Trent Alexander-Arnold. Bernardo Silva. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Und Marcelo. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Es gibt hier Einwurf. Ronaldo. Und jetzt wird es Einwurf geben. Di Maria. Nun Torres. Fernando Torres. Sie kommen über den Flügel. Und Reus. Könnte was werden. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Da stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Van Dijk. Super dazwischen gegangen. Wird's jetzt gefährlich? Jetzt vielleicht. Und da klingelt's im Kasten. Herrliche Kombination, da haben sie ihn perfekt freigespielt. In dieser Szene zeigt er all sein Können. Den Ball holt er sich direkt aus der Luft. Ein absolutes Klasse-Tor. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Fernando Torres. Jetzt Torres. Marco Reus. Klasse Technik. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Jetzt ist Platz für den klasse Pass. Timo Werner fängt diesen Ball ab. Schönes Zuspiel. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Jetzt Di Maria! Keine gute Leistung heute, aber hier ist der Torwart mal zur Stelle. Es gibt halt so Tage, er lässt den Kopf wenigstens nicht hängen, sondern versucht noch das Beste rauszuholen, so wie in dieser Szene. Bernardo Silva. Pogba. Mbappé. Er bekommt Hilfe! Ballverlust. Es bleiben. Ah, das muss er besser lösen. Müsste gelb geben. Das gibt eine Verwarnung. Gelb ist angemessen in dieser Szene, Wolf. Jetzt Torres. Sie suchen das Loch in der Abwehr.
Das könnte sein. Super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein klasse Keeper. Die Ecke mal als Variante. Schade, kein Tor. Super gemacht, ganz präzise, aber dann fehlen Zentimeter. Bernardo Silva. Ronaldo, tolles Zuspiel. Da schickt er den Mitspieler. Pogba, gehalten, ganz stark. Viel Verkehr im Strafraum, gleich kommt die Ecke. Die kurze Variante. Sehr guter Einsatz. Di Maria. Di Maria wird hier gefoult, aber es gibt Vorteil. Da zieht er ab. Etwas tiefer und der Ball ist drin. Die Aktion wird jetzt also doch noch bestraft. Er sieht hier die gelbe Karte. Und das geht auch vollkommen in Ordnung. Ich denke, da kann er sich nicht beschweren. Jetzt gibt es den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit. Sauber vom Ball getrennt hier. Messi, Riesenchance. Standards können eine Waffe sein. Mal sehen, wie die Ecke wird. Reus, guter Versuch aus der Distanz, da hat nicht viel gefehlt. Ah, da hätte das Tor fallen können. Nuno Aubameyang, Messi jetzt am Ball. Jetzt der Schuss von Messi. Der Pass, stark gemacht. Tor Nummer 3 für Messi, klasse Leistung. Da kann er das Tor nicht verhindern, obwohl er noch dran war am Ball. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. So, das ist der Schlusspfiff, das Spiel ist aus. Ball ist weg, aber geht da noch was? Nein. Wer soll diesen Pass kriegen? Weg. Das ist es vielleicht. Traumtor! Ronaldinho. Vorteil ist angezeigt. Gut vom Unparteiischen. Messi. Sie haben den Ball. Aubameyang. Messi muss es machen. Wird's jetzt gefährlich. Jetzt vielleicht. Und dann. Nun Aubameyang. Messi jetzt am Ball. Jetzt der Schuss von Messi. Der Pass, stark.